Es war keine Ente, wie zu Anfang vermutet. Der sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow mit seiner Gattin Raisa Gorbatschowa werden hier in Garat aussteigen. Uhr. Die ersten Vorbereitungen werden getroffen. Gegen 15.25 Uhr soll der Zug aus Dortmund kommen, hier eintreffen. Natürlich möchte ich bei all den Sicherheitsvorkehrungen den großen Besuch auch vor meine Kamera bekommen. Aber großes Rätselraten. Fährt er über den Parkplatz oder fährt er an der Freizeitstätte vorbei? Kein Polizist wollte eine genaue Auskunft erteilen. Endlich ist es soweit. Ich kann mein Versteck verlassen. Ein Blick auf die Uhr, eine Dreiviertelstunde Verspätung. Die von uns gewohnte S6 kann man dem Staatsgast natürlich nicht anbieten. So ergab es sich von selbst, dass nur das Flaggschiff der Bundesbahn, ein Intercity Experimental, für so einen hohen Besuch in Frage kommt. Zum Schrecken seiner Sicherheitsbeamten lässt es sich Gorbi nicht nehmen, auch uns Garata-Bürger zu begrüßen. Sein Aufenthalt sei ein großes Ereignis für die deutsch-sowjetischen Beziehungen und für die Weltpolitik, sagte er auf einer Pressekonferenz. Den viertägigen Besuch in der Bundesrepublik wird der Kreml-Chef hier in Düsseldorf beenden. Die Fahrt geht von hier nach Schloss Benrath, wo er sich in das Gästebuch der Landesregierung eintragen wird,
und von dort geradeswegs zum Flughafen. So ein großes Ereignis gab es in Garath noch nie und wird es vielleicht nie mehr geben. Hier bei uns ist Gorby ausgestiegen und durch Düsseldorf wird er durchfahren. Das Fürstentum wird gedrängt, mehr gegen Steuerhinterziehung zu tun. Liechtenstein wehrt sich nicht nur in den Zeitungen. Über das Vorgehen der Bundesregierung beim Thema Steuerhinterziehung sei man entsetzt. Kurz vor dem Besuch des Liechtensteiner Regierungschefs in Deutschland